Hallo Forza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zum Polo Red Carpack Review. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil findest du wie gewohnt natürlich in der Videobeschreibung. Auch findest du in der Videobeschreibung auch wie gewohnt ein kleines Inhaltsverzeichnis für diese Folge. Du findest einen Link zur Forza Motorsport Seite und natürlich auch den offiziellen Trailer zu dem Carpack auch in der Videobeschreibung. Wir haben uns gestern die ersten drei Autos des Carpacks angesehen. Der Opel Kadett ist da ein bisschen außen vor. Den habe ich einfach mal ein kleines Special gegönnt. Video dazu natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns einfach mal die letzten drei Fahrzeuge an. Neben den Nissan GT-R ist hier noch ein zweiter Nissan drin, nämlich dieser hier, der Skyline GT-R aus dem Jahre 1973. Und den kicken wir uns jetzt mal als erstes an. Wie gewohnt werden wir die Wagen auch im Forza Vista Modus anschauen. Also sehr, sehr viel gewohntes Prozedere ist hier dabei. Wir werden natürlich die Wagen auch silbern. Kann man den silber machen? Ne, silber nicht. Wir machen den schneeweiß. Wir werden die Wagen natürlich auch auf eine ordentliche Rennstrecke stellen oder auf eine Strecke, die zu dem Wagen passen könnte. Und lassen uns auch von Jenny ein paar Sachen erzählen, die den Wagen so besonders gemacht haben. Und ich bin schon gespannt, was zu dem Wagen zu sagen hat. Das ist ihr 1973er Nissan Skyline HT 2000 GT-R. Die Geschichte des GT-Rs ist eine Geschichte voller Erfolge. So, und jetzt komme ich vor lauter Schreck nicht mal an meinen Controller ran. Wartet mal ganz kurz, ich komme gleich wieder, super vorbereitet wie immer. Skyline ist die Sportler-Luxusmarke von Nissan, die ursprünglich jedoch nicht als Rennwagenserie konzipiert war. Der erste Skyline war ein Familienwagen der Mittelklasse, das erste in Europa hergestellte japanische Auto. In den 60ern fuhr der Wagen sein erstes Rennen und gewann mehrere japanische Grand Prix-Rennen. Dank weitem Achsabstand und Reifen mit geringer Haftung wurde der Skyline eines der ersten beliebten Driftautos. 1969 wurde das Hochleistungsmodell vorgestellt, der GT-R. Ein wahres Monster mit viel PS und Technik. Der R32 siegte während vier Saisons 29 Mal hintereinander bei Rennen der Gruppe A. Er gewann auch die Grand Touring Championship in Japan von 1993 und setzte einen Weltrekord im allradgetriebenen Dragster-Rennen. Genau, doch bevor es zum R32 kam, war dieser Wagen der erste GT-R, der jemals gebaut wurde. Insgesamt 197 Stück wurden gebaut. Davon wurden aber sehr, sehr viele zerlegt für Rennstrecken, also zum Renneinsatz. 40 Modelle gibt es heute noch. Davon haben aber einige Japan nie verlassen. Wenn wir auf den Arsch gucken, sehen wir bereits hier die bekannten vier Augen. Vier Augen, ne? Ist im Prinzip eine sehr, sehr nette Bezeichnung. Wir sagen, geil, ich bin ein GTR-Fan und ich stehe dazu. Wahnsinn. Ja, der GTR R32 hat alles in Grund und Boden gefahren und ich bin gespannt, ob der R35, der ganz neue, da dran anschließen kann. Wir sehen hier eine wunderschöne Zündreihenfolge. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Hat man draufgeschrieben. Offene Vergaser. Hallo, wir sind ja nicht fertig. Ein kleines Rotkäppchen, man könnte fast sagen Testarossa, ist aber keiner. Da ist noch jede Menge Platz, da kannst du auch noch einen fetten Lader reinballern. So, wir testen oder wir hocken uns da mal rein. Wie gewohnt ist ein japanisches Fahrzeug, demzufolge Sitzplatz auf der rechten Seite. Steig mal ein, Lenkrad erinnert mich schon jetzt auf den ersten Blick an den Mustang. Ganz, ganz komisch. So, angeworfen. Alles zumachen hier. Komm zu. Kann man machen. Hört sich ein bisschen komisch an, ne? Heutzutage ist man ja gewohnt. Ah ja, 6 Zylinder. Früher waren das alles nur 4 Zylinder. Ich schaue nochmal drunter, ob ich auch richtig liege. 1, 2, 3, 4. Ja, das kommt schon hin. Das sind 4 Zylinder. Klar, ist das ein 4-Zylinder, allein schon vom Klang her. Gut. Ist ein Auto, natürlich gucken wir jetzt alles Tuning an, das hätte ich beinahe vergessen. Ist ein Auto, wo man endlich mal die Außenspiegel benutzen kann, weil sie auf der Haube von sind. So, wir können den Motor wechseln zu einem 2,6 Liter Twin Turbo 6-Zylinder.
5,7 Liter V8, 3,2 Liter Sechszylinder. Ja, kann man machen. Tuning-Teile, ich denke mal, die gewohnte Forza-Kost, das heißt hässlich vorn und hässlich hinten. Wo ist ein Unterschied? Ah, okay, da können wir das hier... Guckt es euch an, Rocket Bunny, 1973 ist das Häschen bereits schon bei Nissan durch die Gegend gehüpfelt. So, wir haben hier natürlich auch Reifenmischung, Reifenbreite, Felgen, können wir alles ändern. Wir können hier das normale Straßenwagen, also in dem Fall kannst du einfach alles ändern. Federn, Stoßdämpfer, Diät und Streben. Warte mal, konnte man ja eigentlich auch Antrieb auf Allrad, Luftzufuhr, ich denke mal Turbo und Kompressor, oder? Sollte eigentlich beides, nur Turbo, alles klar, okay. Und zu guter Letzt, Motor ist aktuell ein reiner Sauger. Gehen wir auch nochmal durch, ist alles drin, was wir brauchen. So, und damit jetzt ab auf eine Rennstrecke. Jetzt ist die Frage, auf welche Strecke stellen wir denn den Eimer? Der ist nicht ganz so schnell, demzufolge sollte man auch eine entsprechende Rennstrecke geben. Ist nicht so der Hit, ist auch nicht so der Hit. Prag, nee, das ist zu lang. Watkins Glen, nee, da fahren wir lieber auf Mazda Laguna. Mazda Raceway Laguna Seca, jetzt habe ich es. Alter Verwalter, also manchmal. Aktuell muss ich mir echt ein bisschen auf die Füße immer treten, weil ich habe das Gefühl, ich krieg hier, ne, mein Urlaub, der steigt mir zu Kopf. Ich kann nicht mehr reden. Guck schon mal eine Etage weiter, welches Auto als nächstes dran ist. So wie gewohnt, erstmal ein kleiner Soundcheck zum Warmwerden für eure Öhrchen da draußen. Gut, Soundcheck ist das eine, Gefahrenwerden ist das andere. Auch wieder wie gewohnt, technische Daten. 110 kW, sagen wir 160 PS, sollte er haben. Was sagen der Bremsen? Ist ein GTR, den sie vorher müssen die packen und das machen sie auch. Heute ist so eine richtige Gewohnheitsfolge, weil auch wie gewohnt unterwegs mit dem Thrustmaster TX Wheel. Fahrhilfen sind bis auf ABS alle komplett aus. Wir haben schöne Außenspiegel, die kann man sogar mal beide nutzen. Und einen wunderschönen großen Innenspiegel. Und einen kreischenden Vierzylinder. Ja, wieder am Untersteuern gewesen. Beziehungsweise ich einfach zu spät auf der Bremse drauf. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass dieser GTR der Urahne, der Ur-Ur-Ur-Opa von dem aktuellen GTR ist. Aber beim Heck, da sind sie sich wenigstens treu geblieben. Das finde ich ganz gut, wenn eine Marke irgendwie seiner Tradition treu bleibt. Nicht so wie heutzutage, wo ein Design den Vorgänger verdrängt und alles sieht immer gleicher aus. Bei einem GTR, bei den Rückleuchten, weiß ich sofort, was es für ein Auto ist. Gut, in den vierten Gang werden wir es also gar nicht kommen auf der Strecke. Ja, ich gehe mal ins Cockpit. Dann schauen wir doch mal, was wir für eine Topzeit hier rausprügeln können. Ich hoffe einfach mal, dass der erste Teil gut bei euch angekommen ist, dass diese Trennung euch ein bisschen entgegenkommt, dass es ausführlich genug ist, um sich eine Entscheidung am Ende zuzumuten, ob das Geld wirklich gut angelegt ist in dem CarPack oder ob es rausgeschmissen ist. Mein Fazit zum ersten Teil habe ich schon im ersten Teil gesagt. Der Lycan war nicht so der Hit, der Nissan GTR und der Holden hat mir aber dafür umso mehr gefallen. Und heute bin ich gespannt, wie die drei Autos abschneiden werden. Beim Nissan, ich weiß es noch nicht. Den müsste man vielleicht mal ein bisschen mehr aufbauen. Ist es schön, dass er drin ist.
Ist auch das erste Mal, dass das Fahrzeug in dem Forza-Titel auftaucht. Ich dachte zuerst, noch einer der 2000er Baureihe, aber ist er nicht. Es gibt ja auch noch einen 2000er GTR. Den gab es aber wesentlich später. Und den gab es noch nie. Umso schöner, dass auch solche Autos endlich mal in das Spiel reinkommen. Dass man nicht immer die gleichen Fahrzeuge zu Gesicht bekommt. Handling ist übrigens idiotensicher. Aber was erwartet man? Das Heck ist ein bisschen mitlenkend. Also er neigt eher zum Über- als zum Untersteuern. Kannst ihn ein bisschen ärgern, probieren ein bisschen quer zu schmeißen, aber davon lässt sich der Wagen überhaupt nicht beeindrucken. Und damit sind wir gleich über Start und Ziel. Wir machen auch nochmal den obligatorischen Burnout-Test, aber ich glaube, da geht nicht allzu viel. Okay, das lassen wir am besten gleich mal ganz bleiben. Berg hoch, dachte ich, gut, da brauchst du gar nicht erst auf der Bremse draufbleiben. Wenn der Schlupf kommt, dann sind wir da erfolgreich, aber ne, dem war nicht so. 160 PS, die Reifen, die haben auch noch ein bisschen Grip, also und natürlich noch eine Rennstrecke dazu. Die alles andere als schlüpfrig ist. Jasmarina bietet schon ein bisschen, Jasmarina, genau, Laguna Seca bietet schon ein bisschen Traktion. So, wir gehen zurück, wir schauen uns das nächste Auto an, das ist nämlich dieser da, der 2014er Toyota Racing TS040 Hybrid, ein LMP1 Fahrzeug. Auch hier bleibt man natürlich bei der Standardlackierung, wie es sich gehört. Sehr viele japanische Autos sind diesmal drin. So, fast 1000 PS aus dem Hybrid. Das ist ihr 2014er Toyota Nummer 8, Toyota Racing TS040 Hybrid. So, und das ist ein Siegerfahrzeug, was wir hier sehen. Wir werden uns auch, wir gucken uns heute oder jetzt gleich mal das Tuning an, weil viel ist ja nämlich nicht drin. Reifen kann man wechseln auf Drag, genau, macht keinen Sinn. Reifenbreite kann man noch ein bisschen modifizieren, vorn und hinten andere Felgen kann man drauf machen und beim Motor kann man gar nichts machen. Wir können den Wagen, was würde er denn jetzt hier machen? Er würde 8 Punkte rausholen. Sind die 8 Punkte vielleicht schon die Reifenbreite? Wir gucken mal. Oh, da ändert sich gar nichts am Index. Sehr interessant. Hier ändert sich ein bisschen was. Okay, dann würde er vielleicht noch andere Felgen drauf machen. Sehr, sehr strange, was er hier ändern möchte. Auf 998 würde er kommen. Mit welchen Änderungen, bitteschön? Kann man sich das angucken, was er... Upgrades werden berechnet. Was würde er denn machen? Gewicht drauf, 3 Kilo. Ah, er holt nur die 2 Punkte raus. Das sind nämlich genau die Reifen. Okay, alles klar. Also die Zahl hier ist einfach mal gelogen. Das ist vielleicht das Höchste der Klasse. Ja klar, 999. Logisch. Es ist ja X. Bei 999 ist X und alles, was drüber gehen würde. Okay, ab geht's in den Forza Vista Modus. Wir machen auch hier mal die Leuchten an. Die machen ordentlich was her. Laufen einmal um den Wagen drumrum. Oh, wir können ja... Das sind die Türen, alles klar. Das ist wieder so ein Auto, da brauche ich wieder Pampers. Weil da mache ich mir ganz gerne mal ins Höschen bei solchen Kisten. Warte mal, hier kann man da noch irgendwas... Da ist doch ein Punkt. Seht ihr den da unten? Mach die Klappe auf! Oh Mann, reiche mir eine Maus. Da kann man doch... Da ist doch ein Punkt. Da ist doch ein Punkt. Da so, ne, oder ist da kein Punkt? Ist es bloß eine Lichtreflexion? Ist nur eine Lichtreflexion, okay. Können wir irgendwas aufmachen? Ja, wir können die Türen aufmachen, das ist auch schon alles. Steigen wir ganz kurz ein und dann lassen wir Jenny wieder bitte was erzählen. Warte mal, Toyota müsste doch wieder auf dieser Seite sein. Das sind da alles Rechtslenker. In Klammern denkst du. Gehen wir mal von der Seite ran. Aha. Gut, wir sitzen mehr oder weniger fast in der Mitte. Mach mal an den Eimer. Da drüben ist der Startknopf. Okay. Oh, wir haben... Also wenn das funktioniert da drüben,
Dann fresse ich einen Besen. Ihr seht, da drüben Drehzahlen werden berechnet. Da steht aber auch sowas wie TP ist Tire Pressure. Treibstoff und Last Lap. Also wenn das funktioniert, dann ziehe ich meinen Hut davor. Weil bisher sind ja die in Anführungszeichen voll animierten Cockpits eigentlich nur die volle Verarsche. So, Jenny, was hast du zu dem Wagen zu sagen? Le Mans Prototypen, kurz LMPs, werden speziell für Langstreckenrennen konstruiert und gehören einer eigenen Klasse an. LMPs sind schnell, teuer und vor allem widerstehen sie den grenzwertigen Belastungen des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Sie gehören zu dem schnellsten, was ein Closed-Wheel-Auto an den Tag legen kann. Und sie sind extrem strapazierfähig, selbst unter den aufreibenden Bedingungen von Le Mans. Motoren, Getriebe und andere Systeme müssen 24 Stunden am Stück tadellos laufen. Fahrer und ihre Teams müssen unter Extrembelastung stundenlang zusammenarbeiten und auf alle Eventualitäten reagieren können, sei es ein Defekt am Auto oder ein erschöpfter Fahrer. Le Mans-Prototypen müssen dementsprechend so effizient wie möglich sein. Das brachte die Entwicklung neuer Antriebsmöglichkeiten und Motoren mit sich. Biodiesel und fortschrittliche Hybridtechnologie verkürzen zum Beispiel die zeitintensiven Boxenstopps. Das hören wir, glaube ich, auch bei jedem LMP-Fahrzeug. Gut, stellen wir den Wagen mal auf eine Rennstrecke, da müssen wir, glaube ich, beide gar nicht allzu lange überlegen, auf welche Strecke wir den Wagen stellen. Da bleibt nur eine übrig. Wir können eigentlich auch mal Spa fahren. Wir fahren heute mal Spa, wir machen mal was ganz anderes. Wir fahren heute in Spa den Wagen. Nicht immer nur Le Mans, sondern heute ist mal Spa dran. Ein bisschen Abwechslung wollte ich euch auch mal bitte bieten. Da sind die Runden auch ein bisschen länger und LMP, es gibt ja auch die 24 Stunden von Spa. Da sind die ja auch im Einsatz, also nicht immer nur nach Frankreich pilgern, sondern auch in Belgien sind die Tickets auch ein bisschen billiger. Hast du die Wagen zu Gesicht bekommen. So, wie gewohnt Soundcheck auf der Rennstrecke. Oh Gott. Drehe mal eine Runde. Die erste Runde, wie gewohnt, eine Installationsrunde. Gut, die Treibstoffanzeige auf der rechten Seite funktioniert schon mal. Das heißt, das Ding kann man für voll nehmen, aber ich glaube, der Reifendruck und solche Sachen, die funktionieren nicht. Auch die Spannungsanzeige funktioniert nicht. Es bleibt bei 0 einfach stehen, das Ding. Aber Treibstoff funktioniert. Besser als gar nichts. Der Wagen hat so viel Grip, dass man sich gar nicht traut, irgendwie auf dem Gas zu bleiben. Das ist ganz komisch. Das heißt, der Wagen würde viel, viel mehr Kurvengeschwindigkeit zulassen, aber der Mensch, in dem Fall halt ich, hat einfach zu viel Schiss. Ich glaube, Forza simuliert ein Kehrsystem so, dass du einfach immer ein bisschen Elektroantrieb hast. Der Wagen fährt sich im Grunde wie ein Allradler. Anders als den Nissan, den wir schon mal hatten, den Prototypen, kann man hier sogar über die Kotflügel ein bisschen rausschauen. Aber ein Wunder an Optik und Übersichtlichkeit
ist der Wagen dadurch aber auch nicht. Nicht gebremst, nur leicht gelupft. Wahnsinn. Und die Rundenzeitanzeige funktioniert auch. Und das Ding macht Gaudi. Du kannst ihn auch schön mit dem Gaspedal bitte positionieren. Ein bisschen mehr Gas geben. Schiebt aber alle vier Räder ein Stück weit nach außen. Gehst du vom Gas runter, giert er richtig schön Richtung Kurveninneres. Dadurch kriegt man auch diese Kurve um Welten besser. Hätte ich noch ein bisschen später bremsen können, die Bremse packen nämlich zu. Da kann sich hier der Anker von dem Schiff eine Scheibe von abschneiden. Und auch hier ist es ein Auto, wo ich einfach sagen muss, hier willst du Runden drehen ohne Ende. Ich glaube, oh ruhig kriegt mein Flatout, also Vollgas. Ich lupfe, weil ich eine Pussy bin. Also das, was in den ganzen CarPacks auf jeden Fall drin ist, der Sound von den Fahrzeugen ist wirklich wunderschön umgesetzt. Auch wenn ich beim Kadett mir ein bisschen mehr erhofft hatte. Ich glaube auch fast, dass alle Vierzylindermotoren ähnlich klingen. Zumindest hier im Spiel. So, letzte Runde. Danach werden wir uns das letzte Fahrzeug anschauen. Hier sieht man auch mal, wie schön man das Auto fahren kann. Ja, ich meine, wer mich kennt, der weiß, von außen kann ich eigentlich gar nicht fahren. Aber der Wagen macht es mir sehr leicht, sich hier zurechtzufinden. Und ich habe dennoch das Gefühl, dass ich weiß, was das Auto macht. Und da sind wir drüber. Trotz Außenkamera 7 Zehntel gefunden. Und da geht noch mehr. Grundsetup ist super, kann man nichts sagen. Das Auto macht jede Menge Spaß. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mit dem einfach mal ein bisschen länger zu fahren. Ach Leute von Turn 10, warum kein dynamisches Wetter? Weil mit solchen Fahrzeugen würde man, oder würde ich mir lieben, gern mal ein paar Stunden um die Ohren schlagen. Aber wenn immer nur die Sonne scheint, ich weiß es nicht. Ob das so eine Gaudi ist. Gut, letztes Fahrzeug ist eigentlich ein Fahrzeug, das müssten wir oder hätten wir vor dem LMP1 fahren müssen. Es ist nämlich ein Formelfahrzeug. Auch erstmalig in Forza drin. Die Mazda Formel Mazda hält jetzt Einzug. Welch lustiger Name. So, ist ein bisschen angesiedelt zwischen, lass mich mal gucken,
zwischen die USF 2000, was auch immer das für eine Rennliga ist, und die Indy Light Serie. Hier sehen wir ihn schon. Ist einfach ein bisschen, sieht aus wie ein etwas eingedampfter Formel 3 Wagen. Ist nicht ganz so lang, wirkt ein bisschen kompakter, sieht aus wie ein Kart mit Spoilern so ein bisschen. Die Felgen sehen geil aus, die gefallen mir. So, kaufen wir uns. Jedes Auto von der Serie wird mit einem Wankel befeuert. Also ihr wisst jetzt schon, was an Klang auf euch zukommt, deswegen wird gut klingen. Das ist ihr 2015er Mazda Formula Mazda. Welch geile Nummer. Die heißen alle Nummer 2 dann, oder wie? Das wäre ja furchtbar. Was darf man bei der Liga alles einstellen? Wir gehen gleich mal in den Forza Vista Modus rein. Es darf eingestellt werden, die Federung, Entschuldigung, mit dem Headset ans Mikro gekommen. Die Federung darf eingestellt werden, die Aerodynamik und das war's. Genau. Und der Rest muss der Fahrer machen. Das heißt, Grundeinstellungen dürfen gemacht werden und der Rest entscheidet der Fahrer. Und das sind wirklich Rennliegen, die jede Menge Spaß machen, weil man einfach auch mal sieht, wer hat's drauf und wer hat's nicht drauf. Wo hilft am Ende vielleicht nur das Material und wo ist wirklich der Fahrer gut? Gut, wir wissen ja bei dem Wankel, ne? Ein sehr kompakter Motor. Wir laufen mal drum rum. Getriebe hängt natürlich sofort hinten dran. Sieht echt spooky aus, das Ding. Jenny, gibt's irgendwas zu dem Wagen zu sagen? Von Anfang an war Mazda dafür bekannt, alles ein bisschen anders zu machen. Vom einstigen Korg-Hersteller wurde zunächst auch kein Auto, sondern ein Motorrad mit drei Rädern produziert. Das Mazda Go. Das erste Automobil wurde erst in den 60er Jahren entwickelt. Dann ging es aber umso schneller vorwärts. Schon 1967 wurde die Tuning-Schmiede Mazda Speed in Betrieb genommen. Mazda baute lange auf den Wankelmotor, der zwar eine hervorragende gewichtsbezogene Leistung, aber auch einen sehr hohen Benzinverbrauch aufweist. Dank Wankelmotor wurde 1991 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Der Motor aber seither dort verboten. Den größten kommerziellen Erfolg hatte Mazda 1989 mit dem Miata. Mit über 900.000 verkauften Modellen ist der Miata der meistverkaufte Sportwagen der Geschichte. Bei uns ist der Wagen übrigens unter der Bezeichnung MX-5 bekannt. Für die Leute, die das Ganze vielleicht noch nicht wissen. Gut, wir steigen mal ein in das kleine Go-Kart. Ist geil, oder? Kaum dominiert wieder eine Marke. Was machen sie? Verbieten! Okay, das ist das Cockpit. Wo ist denn der Startknopf hier in dem Eimer? Bin ich jetzt behindert? Startknopf? Kann ich den... Da drüben ist er. Ich muss da bloß rüber. Da ist er. Nein! Ich will da nicht aussteigen. Nein, nein, nein. Lass mich wieder rein. Da ist er. Ist sehr interessanter Klang für einen Formelwagen. Da bin ich jetzt schon gespannt. Was gibt's denn hier an Tuning noch? Kann ich vielleicht den Luftmengenmesser entfernen? Kann ich hier ein Bodykit dran machen? Nee, können wir natürlich nicht. Wir können die Reifen ein bisschen modifizieren. Natürlich auf Track können wir gehen. Reifenbreite Form können wir ändern. Sehr interessant. Hinten sind sie einheitsbreit. Da gibt's nicht mehr. Gut, Felgen können wir ändern. Lassen wir aber mal. Da aber auch erstmalig. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es nur zwei Kategorien. Aber es gibt schon alle drei, ja. Kannst du schön Lexanis fahren. Was haben wir hier? Kupplung, Antriebswelle, Differential können wir einbauen. Beim Motor können wir ein bisschen mehr machen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, also du kannst dem Wagen noch ordentlich Leistung geben, wenn dir die S714 zu wenig ist. Wie hoch kann man denn den Wagen bauen? Bis R kann man den hochbauen. Okay, gut, Testfahrt. Da gibt es eigentlich nur eine Strecke dafür. Ich würde sagen, wir fahren Hockenheim. Da aber die Kurzvariante. Mal gucken, ob das die Kurzvariante ist, die ich da will. Oder die nationale Strecke. Wie geht die? Die nationale Strecke, die fahren wir. Genau. Ein Wankel in einem Formelfahrzeug. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es so eine Liga überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob ihr davon was mitbekommen habt. Wenn ja, wo wird die übertragen? Ich denke mal, im Internet gibt es fast für jede Rennliga irgendwo einen Sender, der Pay-TV-mäßig da ein bisschen was überträgt. So, wir hören auch schon. Hört sich lustig an, das Ding. Soundcheck.
Aber genauso geil wie der Klang ist irgendwie die Optik. Ich finde das Ding irgendwie geil. Wie aus einem Überraschungsei. Leicht unrunder Lauf. Drehen wir mal eine Runde. Ist ein Open Wheeler, das heißt keine Radabdeckung und nix. Ungefähr 170 PS. Wankeltypisch, braucht das Ding Drehzahlen. Und es ist ein reiner Sauger. Erstmal den Kurs ein bisschen gewöhnen, aber ich glaube, ganz lange Kurse mag der Wagen auch nicht. Da braucht man was Kleines, Kompaktes. Wir fahren hinten relativ viel Sturz, wie wir an der ungleichmäßigen Temperaturabbildung unten sehen. Und ein bisschen zu viel Luftdruck ist drin. Allein das kann ich schon alles sehen, wie der Reifen sich entwickelt, temperaturtechnisch gesehen. Wir sehen schön, wie die Federung arbeitet. Übersichtlichkeit ist natürlich atemberaubend. Also, da kannst du schön Rennen mitfahren. Leistung würde ich dem Wagen sogar ein bisschen was mehr zutrauen. Weil Grip haben wir eigentlich. Die Hinterachse ist mit der Leistung aktuell noch gar nicht überfordert. So, was haben wir denn für Anzeigen drin? Wir haben eine Wassertemperaturanzeige, die nicht funktioniert. Wir haben ein Drehzahlmesser, der funktioniert. Eine Rundenanzeige, die funktioniert. Wir haben Dunkelheit, die funktioniert, weil aktuell sehe ich gar nichts. Und auch hier ähnlich wie beim LMP1, der lässt sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten zu. Man muss sich es einfach nur trauen. So, wenn die Sonne von hinten kommt, kann ich wieder mal schauen, was noch alles angezeigt wird. Weil ich glaube, es war noch eine Treibstoffanzeige drin. Wagen neigt eher zum Untersteuern als zum Übersteuern. Ich glaube, da könnte man fast eine Liga aufmachen mit den Formel-Ford-Fahrzeugen, mit den Eco-Boosts und den Wagen gemeinsam in den Feld. Dann hast du so eine Pseudo-Formel 3. Obwohl Formel 3, die fahren ja auch Einheitsfahrzeuge. Gut, Treibstoffanzeige funktioniert auch nicht. Oder was auch immer die linke Anzeige zu bedeuten hat. Das Auto feiere ich schon allein aus dem Grund, weil es das noch nicht gab, wegen dem Klang. Einmal gucken, wie die Federung arbeitet. Der fünfte Gang ist extrem lang übersetzt. Mir macht das Ding Spaß. Ein schöner, kleiner Flitzer für kleine, kompakte Rennstrecken. Bitte verbremst. Bitte sehr verbremst. Kannst du mitten in der Kurve auf dem Gas stehen bleiben, Gang hochschalten. Wie gesagt, Leistung verkraftet ja noch ein bisschen was, bevor das Ding zwar extrem Heckschleuder wird. Aber ich glaube, genau solche Rennliegen machen jede Menge Spaß. Einfach Standardautos nehmen, die Fahrer reinsetzen, kein Setup machen, nichts, einfach nur fahren und Spaß haben. Und das bei Geschwindigkeiten, die jetzt nicht so halsbrecherig sind. Doch, Treibstoff geht. Fuel Level. Treibstoff geht auch. Habe ich gerade gesehen. Der verbraucht halt relativ wenig. Ich hatte jetzt gedacht, wir fahren jetzt drei Runden und der Tank ist leer.
Machen wir nur eine Runde Trainer und dann machen wir Schluss. Dann mache ich auch mein Fazit zu dem zweiten Teil. Schön lässt er sich lenken. Das Auto macht Gaudi. Also wer das Carpack hat, unbedingt den Wagen mal fahren. Nicht abschrecken lassen, dass der wenig Leistung hat. Einfach mal testen, jeden Wagen wirklich eine faire Chance geben. Ganz objektiv rangehen. Nicht sagen, sondern einfach mal probieren. Weil bei vielen Autos wirst du echt überrascht sein, wie viel Spaß sie dir bringen können. Einfach krank. Und der Klang, der ist so geil. Ah. Die Schaltpausen müssten noch ein bisschen kürzer sein. Dass du wirklich mehr das Gefühl hast, da ist ein sequenzielles Getriebe dahinter. Oder einfach bam, bam. Aber hier wird ja auch, wie man sieht, von Hand noch geschalten. Ich denke mal, eine sehr, sehr günstige Einstiegsvariante in den Motorsport. So, vorletzte Kurve, die nehmen wir noch ordentlich. Das sind schöne Autos, um Rennstrecken wirklich kennenzulernen. So, mal ganz kurz hier rausfahren. So, liebe Leute, ich hoffe, der zweite Teil des Reviews hat dir bitte Spaß gemacht. Wenn denn so sein sollte, Däumchen nach oben nicht vergessen, empfehlt mich natürlich auch weiter. Schreib dein Lieblingsauto vom Carpack einfach mal in die Videobeschreibung. Bin da schon echt gespannt, welches Auto da die Nase vorne haben wird. Mein Favorit ist der Nissan GT-R, die GT3-Version, der LMP1, der Holden ohne den Straßenwagen. Und ihr werdet lachen, das Ding stelle ich einfach auf der 1, weil es ist einfach geil zu fahren. Das ist einfach mal was ganz anderes. Der Lycan, der gefällt mir gar nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Auto, was ich überhaupt nicht feiere. Gut, der GTR. Der erste GTR ist wegen der Seltenheit eigentlich auch ganz gut. Aber, naja. Trifft meinen Geschmack nicht ganz. Ich bin eher so ab R32 fühle ich mich dann wohl. Die frühen Jahre, das ist nicht so mein Ding gewesen. Gut, liebe Leute. Ich bin raus. Was heißt, ich bin raus? Ich drehe jetzt hier noch eine kleine Runde. Weil ich will den Wagen noch ein bisschen in den Begrenzer jagen. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal Forza wieder einschaltest. Hier auf deinem, meinem, unseren Tom-Thompson-Kanal. Und bitte auch noch in die Videokommentare mal schreiben, wie ihr die Aufteilung jetzt fandet. Vielleicht treffe ich damit ja euren Geschmack. Gut, ich bin raus, ich drehe noch eine kleine Runde und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Tom. Kommt da einer? Nee.